Ich will ja nicht prahlen, aber ich werde es trotzdem tun. Ich erkundete einmal eines der härtesten Länder der Welt. Dabei musste ich mich aus einer Todesfalle graben und kämpfte auch mit einem Eisbären. Ach, und ich habe nebenbei in einem Film gespielt, der sogar einen Oscar bekommen hat. Na gut, das war nicht wirklich ich. Ich spreche von einem der interessantesten Menschen der Geschichte. Peter Freuen. Spricht man den so aus? Ich nenne ihn mal so. Schau dir seine Geschichte an. Das Leben dieses dänischen Entdeckers war voller wilder Abenteuer, die nicht vergleichbar sind mit Hollywood-Actionfilmen. Übrigens war er 2 Meter groß, was diesen riesigen, mächtigen Mann wie einen echten Helden aussehen ließ. Und das war er auch. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Peter Freuen wurde 1886 in Nykøbing-Falster in Dänemark geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Geschäftsmann, der hoffte, dass auch sein Sohn eine respektvolle Karriere anstreben würde. Zunächst folgte Freuen dem Wunsch seines Vaters und ging an die Universität Kopenhagen, um Medizin zu studieren. Aber bald erkannte er, dass ein normales Leben einfach nichts für ihn war. Er sehnte sich nach abenteuerlichen Gefahren und ja, die hat er auch bekommen. Freuen verließ die Universität, ohne zu ahnen, dass die 2 Jahre seines Medizinstudiums eines Tages sein Leben retten würden. Der Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Zeit, in der Entdecker ein großes Interesse an der Arktis hatten. Daher ist es kein Wunder, dass Freuen an einer dieser Expeditionen teilgenommen hatte. 1906 segelten er und einige andere Mitglieder eines dänischen Expeditionsteams so weit wie möglich nach Norden. Sie verließen dann das Schiff und fuhren mit dem Hundeschlitten 966 Kilometer weiter, um die unerforschte Wildnis Grönlands und des Nordpols zu erkunden. Freuen diente dort als meteorologischer Assistent, der verschiedene geografische Informationen sammelte. Wie du dir denken kannst, war das Leben dort alles andere als einfach. Stell dir vor, du lebst in einer Hütte, in der es kilometerweit niemanden gibt, nur Eiseskälte und lauernde Wölfe. So war es die meiste Zeit. Aber die Härte der Arktis machte ihm keine Angst. Im Gegenteil, das hat ihn sogar fasziniert. Während der 2 Jahre dauernden Expedition traf er sich mit den Inuit. Sie lehrten ihm ihre Sprache und nahmen ihn zur Jagd auf Walrosse, Wale, Robben und sogar Eisbären mit. Angeblich wurde Freuen einmal von einem Eisbären angegriffen, aber das wilde Tier war dem harten Mann nicht gewachsen. Freuen tötete ihn mit bloßen Händen und machte sich dann einen ziemlich umwerfenden Pelzmantel aus ihm. Das war das erste Mal, dass er dem Tod ins Auge blickte. Freuen lernte Knud Rasmussen kennen, der Anthropologe und Arktisforscher war und oft als Vater der Eskimologie bezeichnet wird. Die beiden Männer entwickelten eine enge Freundschaft und teilten die Liebe zu gefährlichen Abenteuern. Als die Expedition zu Ende war, ging Freuen nach Dänemark zurück, aber nur für eine sehr kurze Zeit. Denn 1910 gründete Peter zusammen mit Rasmussen die Thule Handelsstation in Cape York, Grönland, die als Handelshafen dienen sollte. Nach kurzer Zeit wurde Thule in den Jahren von 1912 bis 1933 zur Heimatbasis für mehrere Expeditionen, treffend die Thule-Expedition genannt. Eine dieser Expeditionen hat Freuen ein Bein gekostet, aber davon werde ich dir gleich mehr erzählen. Der Handel wurde für Freuen und Rasmussen zu langweilig, also begannen sie, die Insel zu erkunden. Während ihres Aufenthalts bei den Inuit erkundeten sie den größten Teil des Territoriums und reisten mehr als 10.000 Kilometer auf einem Hundeschlitten. Die Männer überquerten das grönländische Eisschild, fanden einen antiken Ort, machten mehrere geografische Entdeckungen und konnten eine detaillierte Karte von Grönland zeichnen. Während seines Aufenthalts heiratete Freuen auch eine Inuit-Frau und studierte die Kultur ihres Volkes und wurde so zum Experte. Später hielt er Vorträge während seiner Heimataufenthalte und schrieb mehrere Bücher über das Leben und die Tradition der Inuit. Sein Wissen über ihre Kultur führte sogar dazu, dass ein Oscar-prämierter Film gedreht wurde. Ich bin schon wieder voreilig, kehren wir zurück zu seinem Leben in Grönland. Während einer der Thule-Expeditionen geschah etwas Schreckliches und auch Bemerkenswertes. Freuen und Rasmussen beschlossen, die berüchtigte Behauptung des amerikanischen Forschers Robert Peary zu überprüfen. Er behauptete nämlich, dass ein Kanal Grönland von Peary-Land trennt. Freuen und Rasmussen bewiesen, dass diese Behauptung falsch war. Bei dieser Expedition wären sie aber fast gestorben, als sie auf dem rund 1000 Kilometer langen Weg ins Herz des gefrorenen Kontinents unterwegs waren.
Auf ihrer Reise kamen sie nämlich in einen heftigen Schneesturm. Freund fand Zuflucht unter einem Hundeschlitten, doch der Sturm war so heftig, dass Freund komplett unter Schnee begraben wurde, der sich schnell in Eis verwandelte. Das Eis war so dicht um ihn herumgepackt, dass sogar sein Bart daran festgefroren war. Der Mann war in dieser winzigen Höhle gefangen. Ein Entkommen schien unmöglich, weil er keine Dolche oder Speere dabei hatte. Er versuchte noch, das Eis mit bloßen Händen zu brechen, scheiterte aber. Die Situation wurde mit jeder Minute kritischer. Wenn Freund nicht bald einen Weg gefunden hätte, sich zu befreien, wäre er am Sauerstoffmangel gestorben. Aber er wusste, dass es niemanden gab, der ihm zur Hilfe kommen würde, und so wuchs sein Überlebenswille. Freund machte einen Dolch aus, Achtung, seinem eigenen Kot, der steinhart gefroren war, sodass er sich damit den Weg nach draußen bahnen konnte. Das ist wohl die bizarrste Überlebensgeschichte, die es gibt, aber es war eine geniale Lösung. Und das war erst der erste Teil seiner Tortur. Als er zurück ins Lager kam, bemerkte er, dass seine Zehen fast schwarz waren, weil sie erfroren waren. Kein Wunder übrigens, denn die Durchschnittstemperatur in Grönland lag bei minus 25 Grad Celsius. Freund erkannte, dass die Zehen gangränös geworden waren, also abstarben, was bedeutete, dass sein Leben in Gefahr war. Schon wieder. Offensichtlich konnte er nicht damit rechnen, medizinische Hilfe zu bekommen. Das Einzige, was ihm noch blieb, war, sich an sein Medizinstudium an der Universität zu erinnern. Ohne Anästhesie oder Schmerzmittel musste sich Freund selbst die Zehen amputieren. Unvorstellbar, wie schmerzhaft das gewesen sein muss. Der Typ war wirklich krass. Kein Wunder, dass die Inuit ihn Peter der Große nannten. Bald darauf kehrte er nach Dänemark zurück und ging zu einem Arzt. Der musste aber leider sein Bein amputieren und Freund bekam ein Holzbein. Aber wenn du jetzt denkst, dass ihn das dazu gebracht hat, sein wildes Leben aufzugeben, hast du dich geirrt. Natürlich nahm er sich zunächst eine Auszeit von den Expeditionen, um sich zu erholen. Er ließ sich auf seiner eigenen Insel nieder, die er zuvor mit dem Geld, das er beim Handel mit den Inuit verdiente, gekauft hatte. Da seine erste Frau an der Grippe gestorben war, entschied sich Freund, wieder zu heiraten. Als Mann mit vielen Talenten arbeitete er einige Zeit als Chefredakteur einer Zeitschrift, die zur Familie seiner neuen Frau gehörte, und schrieb in seiner Freizeit Bücher über seine Abenteuer. Doch 1932 kehrte er schließlich nach Grönland zurück. Diesmal wurde die Expedition von den Metro-Goldwyn-Mayer-Filmstudios finanziert. Es war nämlich so, dass Hollywood an den Büchern über Freunds Erfahrungen in der Arktis interessiert war und darauf aufbauend einen Film drehen wollte. Freund half bei der Erstellung des Drehbuchs, übersetzte den Dialog in die Sprache der Inuit, arbeitete als Dolmetscher am Set, half der Filmcrew zu überleben und spielte sogar den Bösewicht im Film. Ein Jahr später, 1933, erschien der Film mit dem Titel Eskimo und gewann einen Oscar. Freund arbeitete weiterhin als Berater für die Filmindustrie und schrieb einige andere Drehbücher über die Arktis. Aber dann, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, schloss sich Freund der Widerstandsbewegung an und kämpfte gegen die Invasoren. Er wurde erwischt und zum Tode verurteilt. Freund gelang es aber zu fliehen und nach Schweden zu flüchten und später in die USA zu ziehen. Es ist immer noch ein Geheimnis, wie er das geschafft hat, aber ehrlich gesagt ist das doch keine Überraschung. Ich meine, es war ja nicht das erste Mal, dass er dem Tod ins Auge blickte. 1945 heiratete Freund zum dritten Mal, weil seine vorherige Frau sich entschied, in Dänemark zu bleiben. Er ließ sich in New York nieder, wo er Vorträge über seine Expedition hielt und wieder für die Filmindustrie arbeitete. In den 50er Jahren wurde das Fernsehen zum neuen, coolen Trend und Freund trat in der beliebten Quiz-Sendung die 64.000-Dollar-Frage auf. Und da der Mann nicht nur furchtlos, sondern auch sehr klug war und viel Glück hatte, gewann er den Jackpot des Spiels und ging mit 64.000 Dollar davon. Doch schon bald langweilte sich Freund wieder. Das arktische Eis rief immer noch nach ihm, so beschloss er, eine weitere Reise nach Alaska zu unternehmen. Doch als er die Stufen zum Flugzeug in Anchorage, Alaska, hinaufging, erlitt er einen Herzinfarkt. Freunds Leben endete im Alter von 71 Jahren. Er bleibt im Andenken vieler Menschen als dänische Legende, die der Welt bewiesen hat, dass nichts größer ist als der menschliche Geist. Seine Asche wurde direkt vor Thule, seiner eigentlichen Heimat, verstreut. Wow! Kennst du noch andere Entdecker, die verrückte Abenteuer erlebt haben? Lass es uns unbedingt unten in den Comments wissen. Wenn du heute was Neues gelernt hast, dann zeig's uns, gib uns ein Däumchen hoch und teil's mit deinen Freunden. Aber hey, warte, wechsel noch nicht den Kanal. Wir haben noch viele coole Videos, die dich interessieren werden. Klick einfach auf das linke oder rechte Video, lehn dich zurück und erfahr mehr über die Welt.
Bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns dann.